dieser Rede vollendet hatte, sprach zu seinen Jüngern: Ihr wisset, dass nach zweien Tagen Ostern wird und des Menschen Sohn wird überantwortet werden, dass ihr gekreuziget werde. Sammelten sich die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk in dem Palast des hohen Priesters, der da hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber: Ja, ich fand das Geld, ich fand das Geld. Da nun Jesus war zu Bethanien, im Hause Simonis des Aussätzigen, trat zu ihm ein Weib, die hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da zu Tische saß. Da das seine Jünger sahen, würden sie unwillig sprachen: in der ganzen Welt.